So, irgendwelche neuen Zombies dabei? Nein. Okay, also, du kommst mit, dann kommst du mit, du und du. Und eventuell noch die Drachenmäulchen. Huch, nein, die Drachenmäulchen. Ich überlege, oder aber die Kirsche. Wisst ihr was, ich nehme zur Not mal die Kirsche mit, falls es irgendwie ganz, ganz aussichtslos ist, die Lage, sodass ich da wenigstens die Kirsche nehmen kann. Und so langsam sammeln sich hier auch die Münzen wieder, das ist schön. So. Da kommst du. Du wirst direkt mal vollgestunken. Und dann regelt das hoffentlich gleich die fette Beete. Wenn ich sie hier so hinsetze. Hoffe ich doch. Da kommen schon die nächsten. Na, ich halte den mal einfach auf. Das müsste die eigentlich noch schaffen. Jo, hat sie ja sonst auch immer. So. Hier ist das jetzt ein Problem. Und da unten auch. Ich setze dich mal hier hin. Ich glaube, ich schütze die auch direkt. Dann kann der jetzt erstmal seine Schallwellen da loslassen. Da kommt schon der erste Dino. Nein, ich möchte erst die hier. So. Der hier geht doch hoffentlich drauf. Du bekommst den ersten Pilz. Sehr gut. Die da oben sind eingestunken. Das macht hoffentlich hier alles die fette Beete. Oh, das sind zwei. Sehr schön. Hat trotzdem funktioniert. Euch stinke ich mal voll. Es geht immer so fix, ne? Oh, das hier. Hier sind jetzt drei in der Reihe. Da sind zwei. Ich setze mal hier noch fette Beete. Der ist tot. Okay, hier machen wir mal eben zu. Oh, oh, da oben. Er ist auch drauf gegangen. Das machen wir so. Schafft er das hier noch? Schafft er das jetzt, ist die Frage. Jetzt habe ich den voll umsonst gesetzt. So, Dino, arbeite bitte für mich. Ja, die knuspern da dran rum und es bringt irgendwie nichts. Machen wir es so. Oh! Oh, das war so dumm. Ich hätte nicht gedacht, dass die schon durch sind. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Im Überlegen. Pass mal auf, ich springe euch mal kurz. Das sind so ein paar viele. Oh Mann, die haben den hier nicht mitgenommen. Schade. Ah, da. Der kommt durch. Da kommt auch einer durch. Ach Mann. Setze ich einfach ein bisschen von der fetten Beete. Ich stinke euch hier voll und bräuchte jetzt wieder ein paar Sonnen. Sonst ist das ein wenig zu wenig. Da haben wir einmal Spezialdünger. Okay. Funktioniert das noch? Ja, Mann. Oh, Mann, ihr futtert mir hier alles weg, ne? Das ist echt nicht gut. Euch halte ich auf. Aber ich denke, das sollte trotzdem zu schaffen sein. Außer es kommt jetzt noch was extrem krasses hier auf uns zu. Ich denke, die da in der Mitte werde ich gleich mal sprengen. So. Oh Mann, der hat den... Oh Mann, der hat den nicht mitgenommen, der am Dino hing. Kann ich dich nochmal vollstinken? Klar, ich brauche mehr... Oh, ich brauche mehr von den Pilzen, aber... Da noch meine fette Beete. Geben wir hier mal kurz Power. Jetzt haben wir eine Sonnenblume weniger als sonst. Ich mache hier mal zu. Aber ich kann nicht mal eben voll stinken. Und hier unten ist gerade gar nichts. Da reichst du hoffentlich aus. Da machen wir auch zu. Okay, das passt soweit. Da noch mal eine fette Beete hin. Die da oben kommen bestimmt gleich durch. Letzte Welle. Und ich habe nicht genug Sonnen, um die hier zu nutzen. Können wir da unten eben machen. Ihr kommt nicht weiter nach vorne. Bitte nicht. Oh nein, der wieder. Der ist richtig mies. Der ist richtig mies. Sprengen bitte. Sehr gut. Der kickt den da oben hin. Dann machen wir hier zu. Ja, das sollte doch jetzt passen. Oh Mann, der wieder. Der ist so doof. Aber der hat keinen dabei. Ah, fantastisch. Pass mal auf, gönne ich mir noch eine Sonnenblume? Nee. Gönne ich mir heute nicht. Oh nein. Oh
Nein. Sonnen. Fette Beete vielleicht nochmal hin. Einstinken. So, da oben die beiden haben auch noch ein bisschen was zu knuspern. Was mache ich jetzt? Ich setze hier die fette Beete. Nehmen wir hier mal Spezialdünger. Ja, der bringt leider nicht immer viel, ne? Ich glaube, dich lasse ich mal eben durch. Und dann springe ich dich mal kurz. Und das hier sollte dann hoffentlich auch kein Problem mehr sein. Können wir da einfach nochmal ein bisschen was hinsetzen. So, her mit dem ganzen Kram. Ach, ich könnte auch einfach auf eine Kirsche sparen, ne? Dann ist er vermutlich direkt tot. Komm, nehmen wir eben den. Ah, sehr gut. Juhu, Tag 10, auch geschafft. Wie das aussieht hier mit den Hauben, ne? Sehr lustig. So, hey, nur noch 6 Level bis zum Weltschlüssel, der uns überhaupt nichts bringt. So, besser als ein Sack voller Wichte ist natürlich ein Sack voll mit Münzen oder ein bisschen Werbung. Maßhemden ab 29,95. Muss ich doch direkt mal nachschauen und mir ein maßgeschneidertes Hemd kaufen. So, nichts Neues? Okay. Boah, ich bin voll froh, dass es hier anscheinend gar nicht so viele Zombies gibt. Also unterschiedliche Zombies, zumindest bis jetzt, ne? Wer weiß, was da noch kommt. So, ja, das passt schon so. Das ist das Gleiche, was ich gerade dabei hatte. Nur halt mal schauen, dass ich die Pilze wirklich sinnvoll einsetze, weil ich glaube, ich hätte jetzt vorhin in dem Level auch noch einiges mehr retten können, wenn ich die Pilze vernünftig eingesetzt hätte. Ach, du kleiner blöder Wicht. Ihr kleinen blöden Wichte, meine ich. Ich setze dich mal dahin. Und doch vielleicht nicht so schnell. So, die gehen auf jeden Fall noch drauf. Ich hätte gern die nächste Sonnenblume. Ich weiß gerade selber nicht. So viel zum Thema... Shit. So viel zum Thema, ich hätte gern die nächste Sonnenblume. Ja. Das war nicht sonderlich klug. Ich lasse die jetzt durch. Ich lasse die jetzt echt durch. Oh nein. Ja, das war nicht wirklich schlau. Das war echt nicht schlau. So, jetzt brauche ich wieder 150 in den beiden Reihen. Aber ich brauche auch... Na, pass mal auf, machen wir mal hier. Ich brauche aber auch Sonnenblumen. Na, fliegt der jetzt mal los, bitte? Na, komm schon, das dauert immer einen Moment. Kann das sein? Der macht erstmal gar nichts. Ich spreng euch mal, ihr geht mir gerade auf die Nerven. Oh, du läufst auch durch? Nee, Gott sei Dank nicht. Pass mal auf, nutz den mal bitte. Ah, jetzt. Na, endlich. Ey, du gehst nicht durch. Nee, nee, dann zünde ich lieber mein Rasenmäher, bevor du da was anfutterst. Boah, wie wenig hier gerade aufgebaut ist. Ich komme voll nicht klar. Halten wir euch da oben auf. Und da hätte ich gerne noch eine fette Beete. So, der zweite hier ist in love. Dann brauchen wir oben noch was. Und hier unten ist das jetzt auch ein bisschen doof. So, oben hat es funktioniert. Das hier könnte jetzt gefährlich werden. Lassen wir den mal hin. Halten euch mal auf. Es ist gerade... es ist gerade wirklich ein bisschen gefährlich hier. Na, ich kann den nicht mehr zünden. Der geht vermutlich durch. Ich spreng euch. Wow! Was für ein Level! Mega wenig Pflanzen, ne? Irgendwie dauert es hier ein bisschen, bis ich so zurechtkomme, habe ich das Gefühl. Ey, das darf nicht wahr sein. Da einhin. Eigentlich sind ja nur die Reihen hier gefährdet, aber trotzdem. Pass mal auf, gib nochmal eben Power. Ich hoffe, die gehen dann alles schön drauf. Gut, der trägt den erstmal wieder weg. Das ist wunderbar. Der hier muss aber weg. Und das ist auch noch nicht die letzte Welle. Ich muss ein bisschen was machen. Ich muss echt ein bisschen was machen. Da noch mal eine fette Beete hin. Das ist doch... Hä, das ist doch noch nicht die letzte Welle jetzt, ne? Ich meine, der läuft gerade so langsam, aber wir sind noch nicht... Ah, jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Und ich nehme schon wieder die fette Beete.
anstatt dass ich den Pilz nehme, ne? Halt den nochmal auf, solange es geht. Oh, ich sehe auch gerade, dass das eine gefährliche Reihe ist. Bringt das noch was, den dahinter zu setzen? Nee, ne? Futtert jetzt da schon dran rum. Da kannst du mal sprengen, was das Zeug hält. Ach doch, das hat doch noch funktioniert. Setzen wir hier noch eine. Boah, wirklich, ich liebe die fette Beete. Ich weiß, ich habe es jetzt schon wahrscheinlich oft gesagt in den letzten Folgen, aber die ist großartig, wirklich. Die ist wirklich großartig. Setze ich dich mal dahin, dann triffst du den da oben nämlich noch. Und den hier auch. Kommen vielleicht noch ein paar Sonnen? Das wäre schön. Setze ich hier noch einen? Na komm, spreng ich den mal. Und dann hat sich das auch erledigt. Ach, schön. Ja, noch ein Sprössling. Juhu, juhu, juhu. Und Münzen. Ich liebe Münzen und ich liebe es auch, dass es hier so gut vorangeht. Schöne Welt, auf jeden Fall. Ach komm, jetzt nicht nach jedem Level Werbung. Das ist doch sowas von nervig. Vor allem dauert das dann immer einen Moment. Und es ist in letzter Zeit immer League of Angels. Das ist so nervig. Das spielt doch sowieso keiner. Spielt jemand von euch League of Angels oder hat das jemand vor, weil ihr immer so viel Werbung davon seht? Vermutlich nicht. Verliere nicht mehr als 6 Pflanzen. Das wird lustig. Und wir haben großen dabei. Gut, heißt, wir können komplett auf die Kirschen verzichten. Denn die sind dann sowieso weg. Also nehmen wir dich, dich. Dich nehmen wir nicht mit. Dich nehmen wir auch nicht mit. Dich vielleicht, obwohl du bist auch relativ teuer. Zwirbel brauchen wir dann auch nicht. Stachelkraut eventuell. Gut, dann haben wir für den Anfang... Ja doch, wir haben die fette Beete am Anfang. Ja, mal gucken, wie es so läuft. Nicht mehr als 6 Pflanzen verlieren. Und da ich 3 Power-Stromstöße habe, würde ich die hier sogar nutzen. In diesem Level. Also ich habe das immer so bei Piñata-Partys oder so, denke ich mir, ja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber hier würde ich das dann schon ganz gerne nutzen. Ich glaube, da kommt direkt mal hier die fette Beete hin. So. Jetzt kommen sie wahrscheinlich gleich schon zu dritt oder zu viert. Du kommst... Sehr gut, der hat es natürlich geschafft. So, ich möchte gerne oben noch einen hinsetzen. So. Ich hoffe, das war klüger, als wenn ich den hier genommen hätte. Habe ich gerade auch kurz überlegt. Aber dachte dann, ja, mal schauen. Na, vielleicht... Vielleicht klappt es ansonsten. Kommt der schon. Packt die das noch? Packt die das noch? Ich bin mir unsicher. Packt es nicht mehr. Pass auf, dich schicken wir los. Setzen dich dahin. So, ich muss Sonnenblumen aufbauen, ganz dringend. Oh nein. Oh nein, 4 Pflanzen übrig. Nein, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich setze jetzt einfach mal den hier hin. Der schafft das doch hier, der schafft es doch. Der muss das schaffen. Gib mir bitte ganz viele Sonnen. Jawohl, dann setzen wir nämlich da eine fette Beete. Da setzen wir noch einen vor. Da setzen wir dich vor. Oh, da oben. Oh, shit. Sehe ich jetzt erst. Da noch einen hin. Okay, Mist. Okay, Mist. 3 Pflanzen. Da noch einen hin. Shit. Schaffen die hier nicht. So einen noch hin. Okay, der ist aber erstmal gut aufgehalten. Ich hoffe, das passt so. Mhm, du kickst den natürlich nach vorne, ist klar. Und du kickst auch den nach vorne. Ich hätte jetzt gerne noch meine letzte Sonnenblume. So. Du bist auch schon da, gehst aber jetzt hoffentlich drauf. Ich setze dich davor. So, 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 so. Und hier noch eine hin. Und dann muss ich einfach noch ein bisschen... Ja, ein bisschen hier zumachen. Mist, den hätte ich eher unten hinsetzen sollen. Hier mal eben... Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, Mist. Hört auf, mir meine Pflanzen wegzufuttern. Eine übrig. Oh, oh, das wird jetzt... Das
wird jetzt ein bisschen hart. Eine übrig, eine übrig. Oh oh. Oh oh. Hört auf damit. Hört auf damit. Nein. Nein. Gemein. Gemein. Aber ich denke, die Pflanzen, die ich dabei habe, sind eigentlich ganz in Ordnung. Gut, ich könnte natürlich... Ach, schon wieder Werbung. Ich könnte natürlich die Parfümpilze mitnehmen. Und die einfach in jede Reihe setzen. Gut, dann sind die in dem Sinne verloren, aber die Dinos sind auf meiner Seite. Das Problem ist, ich darf dann keine anderen Pflanzen verlieren, beziehungsweise nur noch eine. Und das werde ich vermutlich nicht schaffen, glaube ich. Also so gut zu spielen, dass das dann... Ja, ich weiß nicht, soll ich die hier mitnehmen? Das könnte ich natürlich auch machen, ne? Die ziehen zumindest gut die Helme weg, kosten aber 100. Das ist relativ viel. Ich frage mich gerade, hält der denn wohl mehr aus oder der hier? Der fügt sogar noch Schaden hinzu. Ist ein bisschen teurer, ne? Jo, kostet 100. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich da mitnehmen kann. Pupsbohne, okay, das sowieso nicht. Die hier vielleicht mal? 125. Ich kann es ja mal versuchen. Aber trotzdem würde ich ganz gerne den Aufbau so machen, wie ich das jetzt vorhin auch hatte. Also echt viel mit der fetten Beete arbeiten und vielleicht ein bisschen schneller die Sonnen produzieren. Aber das ist das Problem. Ich habe echt Angst, wenn ich jetzt die zweite Sonne setze, dass das hier nicht mehr funktioniert. Deshalb machen wir das mal besser so. So, der schafft es auf jeden Fall. Und ich kann ja jetzt hier auch nochmal einen Powerstoß nutzen. Ich meine, das sollte schon okay sein. So, jetzt setze ich dahinter auf jeden Fall gleich mal den. Muss mal ein bisschen schneller noch gehen. So. Boah, bitte, kick ihn nach hinten. Kick ihn noch weiter nach hinten. Da kommt schon der Vogel. Ich habe noch nichts anderes aufgebaut. Oh nein, 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 oh nein. Warum? Ey, das ist doch mies. Bevor du noch mehr wegfutterst, gebe ich lieber die Reihe auf. Shit. Boah, jetzt ist der schon da? Und der ist auch durch? Wollt ihr mich veräppeln? Wollt ihr mich veräppeln? Das darf doch nicht wahr sein, das schafft er nicht. Das war dumm, den da hinzusetzen, weil das packt er nicht. Und da oben ist noch gar nichts und der hat auch einen Eimer. Ich brauche die Magnete hier. Definitiv. Also beim nächsten Versuch nehme ich die auf jeden Fall mit. Ich frage mich nur, wie ich die so schnell am Anfang schon setzen soll, ne? Gut, ich lasse den oben durch. Und baue lieber hier noch ein bisschen auf. Dann lauf halt durch, wenn du meinst. Muss ich nur meine Sonnenblume gleich wieder setzen. Mache ich einfach mal hier. So, da kommen jetzt relativ viele. Setzen wir mal einen vor. Ach, und ich darf nicht vergessen, in dem Level ist auch ein großer dabei, ne? Stimmt. Boah, schaut mal, ich brauche Magnete. Definitiv, anders... Anders kann ich das hier nicht bewerkstelligen. Oh Gott, nee. Ja, der kickt die noch ein bisschen nach hinten, aber das reißt echt nicht raus. Der da unten läuft auch schon durch. Da bringt auch das Stachelkraut nichts mehr. Nee. Wisst ihr was? Ich glaube, dass es gerade nicht mehr zu retten ist. Dann jo, starten wir lieber neu und nehmen die Magnete mit, anstatt des Stinkpilzes. Ja, muss ich halt nur schauen. Das Blöde bei den Magneten ist, die können ja erstmal nur einen Helm... Ja, nur einen Helm irgendwie fangen. Müsste ich meinen anziehen. Anziehen ist das Wort, nicht fangen. Anziehen. Und deshalb... Ja, weiß ich nicht, inwieweit das funktioniert. Gut, ich kann mir erstmal ein bisschen Zeit lassen. Also wirklich nur ein bisschen... Ich hatte auch einen doofen Anfang, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich es besser machen soll. Ich brauche ja hier direkt am Anfang schon was.
So, die geht auf jeden Fall drauf. Und da kommst du. Das hat aber gerade mit dem hier funktioniert, oder? Soll ich eine fette Beete setzen? Ich weiß es nicht. Setz dich mal. Ich setz dich mal dahin. So, kann dann erstmal noch eine Sonnenblume setzen. Boah, bitte. Bitte krieg ich das hin. Los, fang an. Fang an da oben. Die Befürchtung, das wird nichts. Ich sicher die mal. Kommt schon Dino Nummer 1. Jetzt nehme ich jetzt schon richtig zur Sache. So, Helm hat er verloren, beziehungsweise Hütchen. Da ist der erste Dino. So, der tötet auf jeden Fall die hier. Das ist schon mal gut. Schon mehr Sonnen, bitte. Mehr Sonnen, bitte. Da noch einen hin. Hm, Hilfe, Hilfe, Hilfe hier. Hilfe, Hilfe hier. Fette Beete, tu etwas. Boah, was? Da kommen schon die ersten. Doofe Sache, doofe Sache, doofe Sache. Doofe Sache. Okay, Helm ist weg, sehr gut. So. Weg mit deinem Helm. Okay, ich brauche trotzdem mehr Pflanzen. Du kommst noch hier hin. Hier können wir auch sichern. Oh, der kommt da unten. Pass mal auf, können wir das so machen? Bringt das irgendwas? Nee, ne? Mal gucken. Nee, ich brauche hier unten was. Nee, wisst ihr, was ich mache? Da kommen gerade so viele. Pflanzen übrig. Machen wir das so. Sehr schön. Wow, wow, wow. Sonnen bitte. Sonnen, Sonnen, Sonnen. Dann kommt da noch eine fette Beete hin. Ich hoffe, das passt noch. Da kommst du einfach davor. Ich sehe gar nicht, wie viele Pflanzen ich verloren habe. 2. Okay, Mist. Das wird nichts. Das wird nichts, weil die hier nämlich schon ein bisschen knuspern. Oh, oh. Nein! Nein! Ach, Manu. Gut, Leute. Wir schauen jetzt nochmal ganz kurz in den Reiseklotz. Ich wollte nämlich da mal die Belohnungen abholen und in den Zen-Garten können wir auch mal kurz reinschauen. Und dann ist das Level aber auf jeden Fall in der nächsten Folge zu schaffen, denke ich. Schaut mal, wir haben sogar die Verstärkung. Das ist doch gut. Die werde ich dann wahrscheinlich auch nutzen. So, Bienchen, du kannst hier hin. Laserbohne, ja, könnte man auch mal nutzen, ne? Ich meine, wir haben es ja. So, dann nochmal eben kurz die Maßhemden-Werbung und dann geht es zum Reiseklotz. Ein paar Belohnungen einsacken, hoffentlich. Ich habe da jetzt schon länger nicht mehr reingeschaut. Deshalb hoffe ich, dass da jetzt ein bisschen was für uns drin ist. Juhu, 750 Münzen. Und... oh, cool, das werden einige, ne? Weil das hier haben wir nämlich alles schon gemacht. Ach, sehr gut. Warum geht denn das so stockend voran gerade? Nochmal 750 Münzen. Nice. Ach, schön. Ja, Dr. Zombos haben wir auch. 1250 Münzen. Ja, schalte die fette Beete frei. Ja, ja. Hihi, ich freue mich, ich freue mich. Boah, nice. Ja, immer her damit. Immer her damit. Einfache Zombies, was? Das haben wir auch. Schalte den Lauersellerie frei. Guacodil. Ach, cool. Guacodil. Boah, da bin ich gespannt. So, wir haben jetzt insgesamt 7960. Ist das cool? Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.